Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern. Zwei Vereine, die sich schon oft gegenüberstanden und zu früheren Zeiten mal große Rivalen waren. Zwei Vereine, die schon viel gewonnen haben und zwei Vereine mit neuen Trainern. Außerdem haben sie in ihrer aktuellen sportlichen Verfassung etwas gemeinsam. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und sein Kollege aus Mönchengladbach, Adi Hütter. Haben natürlich auch einige Nationalspiele gehabt, werden sicherlich auch noch nicht bei 100% in Sachen Rhythmus sein und auch körperliche Verfassung wird jetzt nicht jeder Spieler bei 100% sein, haben ebenfalls wie wir auch ein paar Verletzte. Sprich, da ist sicherlich auch noch nicht alles perfekt. Ich freue mich natürlich auf die Begegnung und ja, ist natürlich gleich eine gute Standortbestimmung, wo wir schlussendlich dann auch stehen, auch sicherlich für Bayern München. Nach vier Versuchen wartet Nagelsmann noch auf seinen ersten Sieg. Alle Vorbereitungsspiele konnte er nicht gewinnen. Aber beim Ligastart waren die Bayern bisher fast immer überzeugend. Dass die Bayern in den Auftaktspielen sehr, sehr gut aufgetreten sind, ist die eine Sache. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind sie jetzt auch nicht so gerne hierher gekommen. Sie sind sicherlich auch noch in der Findungsphase, darf man aber auch nicht vergessen. In der Vorbereitung haben sie gegen Ajax gespielt, gegen Napoli gespielt. Das sind schon auch zwei Spitzenmannschaften, neuer Trainer, so wie ich hier in Gladbach. Deswegen, ja, es wird bei beiden noch nicht alles rund laufen. Doch beklagen wollen sich beide nicht. Nagelsmann sagte auf der PK, vom Rumheulen ist im Leben noch nie etwas besser geworden.